Arbeitslosigkeit ist nie angenehm und ist nie lustig. Wirklich dramatisch wird es aber, wenn man lange arbeitslos ist. Viele Menschen werden krank, viele Menschen ziehen sich zurück. Und es gibt auch einen wahnsinnig hohen Zusammenhang zwischen Langzeitarbeitslosigkeit und Armutsbetroffenheit. Das heißt, lange Arbeitslosigkeit führt auch sehr schnell zu Armut und dann auch zu sozialer Ausgrenzung und Einsamkeit. Eigentlich wäre es relativ einfach. Und dieses Projekt hier ist ein wunderbares Beispiel dafür, was man gegen lange Arbeitslosigkeit tun kann, nämlich Jobs anzubieten. Genau das passiert hier und es braucht eigentlich nur ein paar kleine Zutaten. Ein paar Schafe und ein bisschen Mut. Genau diesen Mut lässt die Stadt Wien im Moment total vermissen. Dieses Projekt gab es nämlich schon und es war sehr erfolgreich. Auf der Donauinsel haben Schafe den Rasen gemäht, auf natürliche, ökologische und auch noch sehr nachhaltige und gute Art und Weise. Die Schafe machen in Wirklichkeit genau das Richtige. Sie lassen nämlich die Pflanzen stehen, die es braucht für Artenvielfalt auf der Wiese. Und mit ihren Hufen befestigen sie gleichzeitig den Boden in einer Art und Weise, dass die Pflanzen auch weiterhin gut dort wachsen können. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für die Wiese, für die Schafe und vor allem für die Menschen, die einen Job haben. Und die uns ja auch erzählt haben gerade, wie wichtig so ein Job ist, wie sehr so ein Job Perspektive gibt. Vor allem dann, wenn man schon lange arbeitslos ist und das Gefühl hat, man hat gar keine Perspektive, gar keine Chance mehr und man wird einfach nicht gewollt am Arbeitsmarkt. Und für mich ist es wirklich immer besonders berührend zu hören, wie Menschen dann extrem froh sind, einen Job zu haben und diesen Job auch lieben, weil es einfach so klar macht, worum es eigentlich geht, nämlich Jobs zu schaffen, die würdevoll sind, die aber auch existenzsichernd sind, wo man genug Geld bekommt und die Menschen dann befähigen, einfach wieder einer Arbeit nachzugehen. Die Stadt Wien ist im Moment gar nicht mutig. Warum nicht? Es wäre eigentlich sehr einfach gewesen, diesem sozialen Unternehmen einfach wieder den Job zu geben und den Vertrag zu verlängern. Im Moment wird gesagt, der billigste Anbieter hat den Zuschlag bekommen und das halte ich für wirklich falsch. Ich glaube, es sollte nicht um den billigsten Anbieter gehen, sondern um den besten. Und ich finde, der beste Anbieter ist in diesem Fall auch der, der langzeitarbeitslose Menschen beschäftigt und ihnen einen Arbeitsplatz gibt.